bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist, einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay, dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süße. Und da wären wir. Tja, es ist, gemütlich. Wenigstens müssen wir nicht wieder ein Zimmer teilen, enttäuscht, wie eins dieser Kapselhotels. Kapselhotels? Nee, ich sag nix. Gemütlich ist gut, oder? Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber... sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Willst du meinen benutzen? Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... klappt echt gut. Wie wär's mit Stauballergie? Ach so. Bist du dir sicher? Weil, ja, dir Angst einzujagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber ernsthaft, ist nicht deine Schuld. Ich wollte... ich versuche so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden. Aber Staub und Allergien und... ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher.
Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Sie möchte gerne, nehme ich mal an. Wieso kann ich dich aussuchen? Hallo? Doch. Was wird das? Oh mein Gott, ich, dich. Oh. Du Bitch! Ich verarsche dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Au! Sorry. Wer ist das? Dein Ernst? Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Wir sind also fertig mit Reden. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Komm, na komm, los! Wo zur Hölle gehen die hin?
war ein Sprengsatz dran, oder? Und? Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst. Okay? Sehe ich irgendwie gestresst aus? Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Hätte ich nur eine für Mr. Dumet gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Ach, scheiße. Gut, dann wühl hier nicht wie verrückt herum, sondern geh organisiert vor. Methodical. Blaue Tasche, ganz vorn. Ich habe mir das genau eingeprägt. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Also ich denke ja eher, dass dem die Zigaretten extra geklaut worden sind. Ich meine, das Gepäck war ja kurze Zeit unbeaufsichtigt, weil er eben diesen Drang haben soll und entsprechend dann irgendwelche herumliegenden Zigaretten nehmen soll. Und naja, ich kenne da so ein Thriller, da hat das Ganze tödlich geendet. Meine Ersatzmütze. Genau die gleiche? Steht mir halt. Ist doch ganz normal. Deswegen, ich wäre bei sowas vorsichtig, aber wahrscheinlich kann ich auch nicht aussuchen, ob ich die nehme oder nicht, gehe ich mal stark von aus. So, da ist alles abgeschlossen. Wir sollen die Bar finden. Dieses Hotel ist so riesig. Ich kann es nicht fassen, dass wir hier sind. Hast du Angst, dass das die anderen Folgen billig aussehen lässt? Sie sind billig. Ist eben so. Diese Folge werden die Leute nicht vergessen. Wird sie in Emmy einsacken? Genau, den Preis holen wir uns. Halt dich an mich, Aaron. Ich will hoch hinaus. Glaubst du, es gibt noch eine Staffel? Mach dir keinen Kopf. Du stellst sicher, dass bei mir alles rund läuft. Ich stell sicher, dass du Arbeit hast. Okay? Klar. Ja, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, deswegen, ihr könnt es natürlich gerne auf Pause drücken und dann selber nochmal durchlesen. Ich habe jetzt so grob, also ich meine, das ist halt die Inhaltsangabe. Ach, ich drücke immer auf der rechten Seite, wenn man es so gewohnt ist, mit rechts zu laufen. So, hier ist doch noch was. Was ich aber... Oh, Moment. Moment. Ich habe gerade eine Visitenkarte gefunden. Grantham Dumet Architekt. Okay. Stecke ich mal ein. 5 Stück sind im ganzen Spiel versteckt. Und wir haben ja eben schon gelesen, dass er damit wohl Schubladen öffnen kann. Vielleicht wird das nochmal wichtig werden. Ich gehe mal davon aus. So, sie geht nach rechts. Das heißt, ich gucke natürlich erstmal nach links. Oh, da ist direkt schon was am Blinken. Perfekt. You've got to be worth something. Ja, und da sind wir wieder in der englischen Sprache. Hä, war hier nicht gerade eine Treppe? Das ist nur eine optische Täuschung. Sie ist hier rechts reingegangen, glaube ich. Hier war jetzt nichts mehr in der Ecke. Schade. Aber gut, es liegt wahrscheinlich nicht überall was. So, sie ist darum gegangen, das heißt... Nee, Moment, von da sind wir gekommen, ne? Ja, genau, von da sind wir gekommen. Okay, sie geht rechts, dann gehe ich mal links.
Alleine mal, um die Bilder anzuschauen. Die Türen sind vermutlich alle verriegelt, denke ich mal. Da ist auch schon... So, was ist damit? Kann man da irgendwas öffnen? Oder was lesen, natürlich. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu erschaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Oh, scheiße. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Ergebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace, Ave und W. 63 Road Street oder so, Eaglewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Graven Dumet. Ja, sehr interessant. So kann man das Ganze auch nennen. Da war nichts mehr, ne? Da waren jetzt nur noch die Bilder. Aber die Bilder kann man anscheinend... Och, muss die mich so erschrecken? Ich dachte, die ist da runtergegangen. Ich meine, sind schöne Bilder, kann man nichts gegen sagen. Da hinten blinkt hey, doch was. Hey, Charlie. Ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Ich... Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Ich will Assistenten? Nur... Einen persönlichen Assistenten? Sozusagen. Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. So, willst darf ich... du immer noch Filmregie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ja, sorry, Charlie. Können die jetzt willst bitte du keine mal die großen Klappe Filme halten? Drehen? Themenwechsel, bitte. So, nochmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass sie ständig geplappert hat. Ich weiß nicht, was diese Zahl bedeutet. Ich weiß auch nicht, ob wir davon irgendwas, irgendein Zimmer belegt haben, aber ich habe sie mir jetzt mal extra aufgeschrieben, weil ich denke mal, wenn das so hervorgehoben wird, dass es auch wichtig ist. Oder, das wäre, kannst du vielleicht mal stehen bleiben? Oder, das wäre noch meine andere Vermutung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, dass das die Zimmerzahl war, womit das erste Pärchen dort umgebracht worden ist vielleicht. Oder vielleicht die, die wir schon beobachtet haben in der ersten Folge. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir ehrlich gesagt bei gar nicht sicher. Ich habe mir die Nummer aber trotzdem vorsichtshalber mal aufgeschrieben, falls man da irgendwo, da müssen wir wahrscheinlich durch, irgendwo mal eine Entscheidung hat oder sowas, dass ich dann auf jeden Fall, ja, diese Nummer, vielleicht ist das ja auch sein Zimmer, das kann natürlich auch sein. Oh, Moment, da ist was. Na? Mit dem rechten. Ich kann die aber mit der Visitenkarte öffnen, genau. Mit dem rechten Stick. Was mache ich denn damit? Ah, okay. Das scheint irgendwie die Verriegelung gewesen zu sein.
Ja, haben wir jetzt ein tolles Geheimnis hier erfahren. Sabine. Geheimnis gefunden. Nein, 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 nicht umdrehen. Mr. Hector Monday. 10. August 1992. Sehr geehrter Mr. Monday. Vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Okay. Sagt mir jetzt erstmal so nichts. Aber vielleicht fügt sich das ja noch so ein. So, Name. Die haben wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt, oder? Sind das die gleichen? Ne, Moment, 2022. Das sind andere. Es könnten natürlich jetzt die Entwickler wieder dahinter stecken, namentlich. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Okay, hier ist noch was. Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Ja, das wäre gut. Allerdings würde ich mir in so einen Ort... Na gut, er weiß natürlich nicht, was da passiert ist. Das wissen nur wir. Würde ich mir nämlich Gedanken machen, wenn da die Zigaretten plötzlich wegkommen oder Wein irgendwo plötzlich auftaucht. Deswegen, hey, ich hätte... vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Hier blinkt jetzt nichts. Das scheint alles... Boah, gehen wir doch mal... Da können wir rein. Okay, hier können wir nichts mehr machen, so wie es aussieht. Nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Tür mit Schlüssellöcher können mit Schlüsseln aufgeschlossen werden. Ich denke, das ist offen. Gehe dem Geräusch auf den Grund. Öffne die Bar, gehe dem Geräusch auf den Grund. Ich kann es nicht aussuchen. Ich kann hier aber auch nichts öffnen, oder? Ich habe ja keinen Schlüssel, oder? Ich habe nur das Feuerzeug. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir ja quasi zwangsläufig wieder zurück. Aber ich weiß schon, wer da drauf gedrückt hat. Und das finde ich nicht gut. Und das sind zwei Sachen gewesen? Ah. Aaron, hab den Schlüssel. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man uns einen Schlüssel zuschiebt. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut, wir spielen ja jetzt dieses Spiel. Mal schauen. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Da könnte es Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Oh, Leute, ganz ehrlich, das ist ein Horrorspiel. Ihr könnt doch nicht einfach so in fremde Dings hier einbrechen und dann euch auch noch trennen. Das ist doch nicht euer Ernst. Also, an der Tür verbrennen wir. Ich bin jetzt ganz fies. Ich schreibe mir das jetzt auf, weil ich nicht genau weiß, wann ich diese Aufnahme machen werde. Tür verbrennen. Vielleicht denke ich da ja auch noch dran. Ich weiß es nicht. Aber, so, ich muss hier raus. Aber ich weiß halt eben nicht genau, ne, wann ich die Aufnahme mache. Auch nicht mit dieser Falle, die offensichtlich ist. Ich denke mal, dass wir das sind. Ja, sonst haben wir ja nur noch den Dunkelhäutigen und nur noch Mädels, ne? Ich glaube, da war, glaube ich, kein Mann mehr dabei. Ein Geheimnis. Freitag, 17. November 2017, 19 Uhr. Sehr geehrte Miss Schröder, ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich.
Ihn zu ehren, habe ich dem Hotel während der letzten Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bitte erlauben Sie mir und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen, am 17. November 2017 um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung, wie zum Beispiel ein Barbier-Quartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Richard Belknap. Was für ein Name. Okay. Hier können wir nichts öffnen. Die stehen hier überall rum, als ob man da was mitmachen kann. Oh, oh nein. Ja. Ja. Natürlich will er es passend. Verdammt! Hab ich mich jetzt erschrocken? Was ist das denn? Ist das eine Puppe oder was ist das für ein Typ, der da steht? Wieso ist jetzt mein... Nee, das ist an. Okay. Das sieht aus wie eine Puppe. Wow! Eine Animatronik! Ha! Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt's nicht. Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Dachte ich mir. Okay. Der ist irgendwie seltsam eingestellt. Übrigens, ich hätte es... Achso, jetzt hat er es nicht mehr an. Ich hätte es vielleicht doch einen Ticken heller stellen sollen. Ich dachte, für den Anfang, weil das da alles so hell und ein bisschen kriselig war, ist es besser, wenn ich es was dunkler stelle. Aber jetzt ist es... Ehrlich gesagt, so dunkel, dass ich gar nichts mehr sehe. Sogar mit der Leuchte sehe ich hier fast nichts mehr. Was ist das denn? Ach, ein Backgammon-Spiel auch noch. Und da kann ich nicht durch, so wie es aussieht. Und ich glaube, ich sollte das Ganze wirklich nochmal ein, zwei Tick höher stellen. Hallo? So, was haben wir denn da? Mr. Dumet? Geheimnis. Hallo? Guten Morgen allerseits. Ich bin Chester Bell, Assistant Director beim Federal Bureau of Investigation. Um etwa 5.30 Uhr Ortszeit hat das Team von Special Agent Hector Munday, unterstützt durch örtliche Polizeibeamte, ein Motelzimmer am Rand von Birmingham, Alabama, gestürmt, um Manny Sherman zu verhaften, den Mann, der als die Bestie von Arkansas bekannt ist. Mithilfe modernster psychologischer Profiling-Techniken gelang es Special Agent Munday und seiner Taskforce, den Verdächtigen nicht nur zu identifizieren, sondern auch seine Handlungen präzise vorauszusagen. Ich freue mich zu sagen, wir haben unseren Mann. Okay. Ja, ich könnte jetzt entweder den Raum verlassen oder nochmal wegen den Zigaretten gucken. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich nicht genau weiß, wie lange das hier noch dauert. Ich glaube aber, ich verlasse nochmal kurz den Raum, oder? Wenn eine Videosequenz kommt, wäre das natürlich ein besserer Cut als... Also das brauchen wir ja nicht mehr. Besserer Cut als das hier. Ich schaue mal eben nach. Er hat ja gerade so komisch nach ihm gerufen, aber... Scheinbar muss ich das wohl mit den Zigaretten machen. Ich schau mal eben, ob ich die jetzt... Nee, ob ich hier noch an der Bar irgendwas machen kann. Was vielleicht noch eine Sequenz auslöst oder so. Das wäre natürlich ganz toll. Vielleicht kann ich hinter die... Oh ja, ich darf an die Kasse gehen, okay. Also ich darf wahrscheinlich nicht, aber... Wahrscheinlich springt der mich jetzt gleich an. Das war nur so ein Blinken, okay.
Natürlich ist das. Das war klar. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ist das immer auf der rechten Seite? Ich habe doch keine Ahnung von dem Ganzen hier. Fuck. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Ja, ich befürchte wirklich das Schlimmste. Aber gut, Raucher. Die einen gewöhnen es sich ab, haben natürlich den Willen dazu. Die anderen brauchen es unbedingt. Rauchen kann tödlich sein. Hey. Hey. Wohin, wohin, wohin? Das Leben könnte so einfach sein. Mit der in meiner Jackentasche. Finde einen Weg, um die Zigaretten aus dem Automat zu holen. Was? Nein! Nein, bitte! Ich habe wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Ja, scheinbar dauert das jetzt hier tatsächlich. Oh, ja. Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Du Schrotthaufen, gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was?